Under the Ocean. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test mit mir, dem D. Wie schon gesagt, von Under the Ocean, einem relativ neuen Spiel auf Steam, das derzeit in Entwicklung ist. Bei Steam gibt es ja dieses Early Access. Wenn man das Spiel hier für 6 Euro kauft, dann kriegt man diesen Early Access. Und ich fand es da ziemlich interessant aus. Und ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Start. Ich weiß nicht, was uns erwartet, richtig, aber ich hoffe, es wird awesome. Ah, okay. Base Game, Freebird, Random. Ah, okay, das sind verschiedene Modi. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Base Game an. Vielleicht gucken wir uns später nochmal die anderen an. Okay. Goods washed up from the shipwreck. Wir sind also dieses kleine blaue Männchen hier. Wir sind schiffbrüchig. Und hier ist unser Durst. Wir sind ein wenig durstig. Aber Salzwasser sollten wir nicht trinken. Wir haben eine Axt. Wir haben ein Tagebuch. Ist ein bisschen zu laut hier, ehrlich gesagt. Sound ein bisschen leiser, weil der Regen nervt ein bisschen. Okay. Dann wie EASD, okay. Oh. Hui. Oh, oh Leute. Da bin ich nach rechts gesprungen. Okay, wir müssen gucken, dass wir nicht ersaufen. Wo sind denn jetzt hier die Goods? Player? Also ich weiß, dass man hier halt wie gesagt, schiffbrüchig ist und sich verschiedene Sachen auf der Insel zusammensuchen kann und dann auch craften kann. Und so weiter. Hier ist ein Fisch. Hallo Fischi, Fischi. Hungry Fish, Hunt for Spear or for Food, okay. Logisch. Aber Weather is clearing, okay. Es ist wunderschön, dass der Regen aufgehört hat. Oh Leute, sind jetzt... Nein! Das Boot, was hier vorhin war, ist weg. Oder bin ich nicht doof? Ne, da ist es. Emma, Tool Weapon. Hä? Hab ich doch schon den Hammer. Great, smash the shield. Okay. Warte, dann müssen wir smashen. Achso, mit dem Hammer. Wie geht das jetzt, dem Smashen? Wo ist denn der Hammer jetzt hin? Hä? Wo ist denn der Hammer hin? Ah. Ja, logisch, ich komme mit der Axt hier nicht. Scheiße, unser Hunger. Kann ich nicht smashen. Hm. What the hell? Dann muss ich vielleicht andersrum drehen.
Markus, wie? Ja, genau so war das nämlich. Das geht aber auch nicht. Lass mich nicht verarschen. Da kommt man jetzt erstmal her, ihr Crates, bevor ihr wegschwimmt. Da liegt noch was. Driftwood, touch items to me. Okay. Nightfall approaches, seek shelter. Können wir hier lang? Ich weiß nicht, wie man die Kisten smasht. Cut for Firewood. Okay, wir müssen die Axt holen. Oh, was ist das denn hier? Spearhead. Attached to make spear. Okay, wir brauchen hier dieses Dings und dann können wir ein Spear machen, oder nicht? Ach, muss ich dazu vielleicht hier in diesen Crafting Mode gehen? Hallo? Na toll. Jetzt habe ich das Ding da irgendwie komischerweise festgemacht. Warte mal, Recipe Store. Plain Stone Block Sticks. Weiß nicht. Was ist das denn hier? So, da kann man die verschiedenen Ebenen sehen. Okay, wo ist jetzt die Axt? So, komm. Na los jetzt. Lol. Wie kann ich die denn jetzt cutten? Jetzt ist es noch dunkel. What? Turn trees into planks. Boah, wird es dunkel. Boah. Ich sehe gar nicht mehr. Also irgendwie muss doch die Kacke zu fällen sein. Es ist immer noch kalt. Ich weiß nicht, ob ihr noch was seht. Ich sehe auch nichts besonders viel. Das Wasser sieht cool aus. Ich bin übrigens auf Ultra. Ich will jetzt gar nicht weitergehen. Ich weiß auch nicht, was hier noch für Gefahren lauern. Warte mal, was sagt denn eigentlich dieses Buch? Das sagt gar nichts, weil es extrem dunkel ist. Aber so ist es hell. Cut for Firewood. Besten Willen, ich kann die nicht cutten. Warum muss ich das so ganz vorsichtig machen?
irgendwie verarschen? Day 2. Ja, wunderbar. Das Gefühl ist noch nicht so ganz ausgereift. Soll ich dir den cutten, bitte? Kann man es nicht im einen oder anderen sagen? Komm, dann geht's einfach weiter. Ah, so vielleicht. Ja, turn trees into planks. Das will aber auch nicht gehen. Was ist denn da? Explosive crate. Craft. Hier ist... Okay. Und wieso geht denn das dann jetzt nicht hier? Muss ich den erst richtig fällen? Hallo? Construction Material. Stone Block. Flint. Warte. Piece of Flint for starting fires. Ich muss mir mal irgendwie ein anderes. Ne, es geht jetzt nicht, das geht nur. Ich hätte mir jetzt eine Taste festgelegt zum Drehen, weil ich muss hier immer ganz komische Tasten drücken. Austrocknen. Wie trocknet man die aus? Tja, Freunde. Tomato? Komm, die essen wir mal. So. Jetzt haben wir nämlich... bisschen... ist der Hunger wieder gestillt erstmal. Tja.
Ich möchte die Insel noch ein bisschen erkunden erstmal. Was ist das denn? Hier kommen wir wahrscheinlich in eine Höhle rein oder so. Ja. Glowing Glowworm, okay. Carry for Light. Allgemeine Atmosphäre ist schon sehr cool. Can be used to heal wounds. Ich geh jetzt immer weiter. Wow. Oh, ein Huhn. Chicken. Das können wir jetzt aber nicht töten. Das rennt jetzt weg. Bleib hier. Bleib hier, Huhn. Oder ist es wieder da? Tatsache, steckt den Kopf in die Erde. Sind wir hier schon am anderen Ufer der Insel? Nee. Ich weiß, dass man, wenn man sich ein Boot baut, das kann man auch, dass man dann zu anderen Inseln noch fahren kann, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie wir dieses Holz da geschlagen kriegen. Das ist das Problem. Schon schneller. Ja, man muss sagen, es ist noch in der Alpha, also es ist noch nicht ganz so ausgereift. Aber dafür gibt es ja diesen Early Access. Damit diese Bugs behoben werden können. Ja, diese Explosive Crate bringt das jetzt auch nicht. Nicht mal Feuer kriege. Das ist nochmal das Flint, da ist der Flint. Die Tür könnten wir theoretisch schon machen. Halt. Was bringt denn sowas hier? Und ich habe das Gefühl, ich habe die noch nicht mal richtig gefällt, die Bäume. Stone Block. Bett kann man sich auch bauen. Ein Segel. Boah, was gibt's denn hier alles? Große Sache, Junge. Hallo? Ich weiß nicht, wie man die fällen kann, verdammte Scheiße. Was ist denn hier los? Mit Physics. Auf alle Fälle Rocks. Wo ist denn der Hammer?
Fractious Crate. Alter. Okay, die Physik sind noch nicht ganz so ausgereift, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt wenigstens mal Stein abbauen. Craft, irgendwas ist hier mit Craft, alle. Ah, jetzt haben wir ein Window gebaut. Ja, Hammer. Dieser scheiß Baum, Alter. Wir bauen jetzt hier mal ein Haus. Steht das? Irgendwie nicht. Warte mal, Sipes. Tree, von wegen. Das muss doch irgendwie gehen mit dem scheiß Säge. Aber ich schätze, man muss ihn erstmal richtig fällen. Aber ich tue mal das ganze Zeug hier zur Seite. Das bringt ja nichts. Die kann das ja nicht mal richtig umkippen, die Dinger. Kinder, was soll ich denn machen? Ich überlege, ob ich jetzt nochmal ins Menü gehe und einen anderen Modi nehme. Ich komme hier nicht klar. Ich stelle mich einfach nur dumm an. Von hier kommt ja auch kein Craft oder so am Baum mit der Säge. Von den Dingern, dann können wir wenigstens irgendwas craften. Hier ist was. Warte mal, womit craftet man das? Mit einem Hammer, offenbar. Ist ja logisch. Ich brauche noch so ein Palmwedel. Um einen von der Palme zu wedeln. Naja, okay. Der war jetzt nicht so. Hier noch ein Palmwedel. Und ich wüsste mal gerne, wie man die smasht. Also sehr kompliziertes Game. Ich finde, es wird ein bisschen zu wenig erklärt auch. Ich möchte ihn noch, ja, oder ich will mal jetzt versuchen. Das bringt schon mal nichts. Komm, Max soll mal rauskommen da. Und die Bäume sind irgendwie verhakt. Dings kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ah, warte mal, ich gehe jetzt einfach mal. Sorry Leute, aber ich will
Mich jetzt auch nicht total langweilen. Ich gehe jetzt mal in einen anderen Modi. Base Game Freebuild Random. Komm, Freebuild nehmen wir mal. Vielleicht können wir da ein bisschen was lernen. Oh. Lol, bin ich erschlagen worden? Hallo? Ja. Cool. Wie habe ich nicht, gerade hin? Fragt mich einer nicht, ey. Jetzt haben wir offenbar so Baumaterial. Was habe ich jetzt gebaut? Was ist das? Tor. Okay. Die können wir jetzt schon mal gerade hinstellen eigentlich. Ist ein guter Anfang. Das ist hier kein richtiger Platz. So. Und jetzt... Fick dich doch. Ja, Big Planks sind es doch. Ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie da festkriegt. Natürlich zu doof für das Spiel, glaube ich. Ja, muss man. Wow. Kann man jetzt irgendwas craften? Jetzt habe ich noch eine Tür. Alter, ich komme mit dem Crafting-System komme ich hier nicht so klar, ehrlich gesagt. Das müssten sie besser erklären. Wie man jetzt genau was baut. Wahrscheinlich soll man es selber rausfinden. Hallo? Ich würde gerne mal einen Steinblock nehmen. Ah, ein Ofen. Super scheiße, dass ich jetzt hier einen scheiß Platz gewählt. Irgendwie müsste ich hier eine gerade Ebene schaffen. Wieso kann ich da keinen Steinblock nehmen? Muss man ja erzählen. Egal, der Ofen kommt jetzt hier hin. Light. Ah. Wow. Dieses Riesenteil da drin. Und wenn ich jetzt da hingehe, dann geht die Chili-Anzeige weg. Oh. Gut, der wärmt sich erstmal schön. Komm, wir bauen ein Boot am besten. Das ist doch das Beste. Können wir Sticks hier craften? Was können wir mit der Axt irgendwas craften? Ah, was ist das? Was ist das? Körner Piece. Alter. Hoffen wir das Zeug hier. Ich
möchte mal das Wasser finden. Ah. Place on the roof of a building for cover. Okay. Großes Window und ein Bett. Ich möchte mal schlafen. Ich will zeigen, wie man schläft. Guck, so schläft sich am besten. So, man muss das im Haus placen. Jetzt funzt das nicht. Generator generates power when rotated. Cool. Also es gibt hier einige Sachen, Freunde. Problem ist, für Neueinsteiger wird einfach viel zu wenig erklärt. Also man hat zwar die Recipes, aber erstens funktioniert es nicht immer, oder ich bin doof. Was kann ich jetzt hier craften? Wieder ein Door. So, wir gucken uns nochmal diesen Random-Modus an. Ja, und dann muss ich das letzte Test, glaube ich, dann schon beenden, weil ich damit nicht klarkomme. Da muss ich mich nochmal richtig reinlesen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Game, wenn man versteht, wie alles geht. Kann man sich da auf jeden Fall ordentlich beschäftigen, werde ich mal. So, dann dauert das jetzt zu lange hier. Hallo? Muss der erstmal random generaten oder was? Black Screen. Mit Aufnahme, yeah. Komm, komm. Go get shit, Alter. Ja, das ist sehr interessant. Okay, ich würde sagen, ich beende mal das Spiel und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt geht's irgendwie. Some items are present, some are impossible. Good luck. Your plane drifted at sea, you are left in the water. Your plane. Es ist jetzt auch random generiert. Generierte Insel. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Man spawnt auch random, also es ist hier völlig dem Zufall überlassen. Und hier geht's nicht weiter. Da waren Felsen im Wasser. So, da kommt dann mal eine Insel hier. Wie tief runter kann man eigentlich schwimmen? Würde mich jetzt mal interessieren. Nicht besonders tief. Der Ozean ist hier nicht besonders tief. Das ist eigentlich so ein kleiner See. Das sieht cool aus, wenn der schwimmt unter Wasser. So, dann kommt jetzt hier mal eine Insel. Tja,
Frage ist ja, ob es besser ist, wenn man dem Ganzen noch dabei mehr eine Story gibt. Entschuldigung. Oder ob man es wirklich so lässt, dem blauen Männchen hier. Ich weiß nicht, was besser ist. Eine Story kann auch verschlimmbessern, also. Das muss nicht immer sein. Hier ist eine Insel, yay! Haben wir gleich einen Steinblock? Ach, ich habe auch ein Inventar, sag mir doch einer! Ich habe ein Inventar, Alter! Mal geil, Junge! Alter! Das ist auch eine kleine Insel. Jetzt zurückschwimmen will ich jetzt nicht. Schwimmen wir jetzt aber weiter. Sonst wäre ich nochmal nach rechts geschwommen. Ich habe ein Inventar, Alter, das muss mir doch irgendwie einer sagen. Na gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen doof. Wie cool, das ist rein ins Wasser gefallen. Dann packen wir doch alles im Inventar rein. Wächst das nach immer? Ein Gras nehmen wir mit. Was ist das denn? Potato Shop. Gross Potato. Cool. Also es gibt jede Menge Sachen zu entdecken, Freunde, in dem Spiel. Achso, den können wir nicht wegnehmen, weil er gerade... Hey, also, wenn ich jetzt ein Inventar habe, ja, dann ist es ja relativ spielbar für mich. Scheiße, wir kriegen Hunger. Die Steinböcke nehme ich auf jeden Fall alle mit. Kann man jetzt irgendwas craften damit schon? Also bräuchte ich einen Hammer. Das ist mir da so ein bisschen komisch, das hängt jetzt hier so rum. Was denn eigentlich? So, Alter, noch mehr Steinblöcke haben wir geil, gib her. Oh, jetzt macht das Spiel wieder Spaß mit dem Inventar. Und jetzt mal Sachen suchen. So, ich würde sagen, davon nehmen wir nicht alle mit. Die Steinblöcke nehme ich im Fall mit. Der Typ kann ja einiges tragen. Scheint. Kann ich die Dinger eigentlich austrocknen? Kann mir das meiner sagen? Und wo kriege ich einen Hammer her vor allen Dingen? Und eine Axt? Soll ich mir die auch craften oder liegen die einfach so rum? Cool, die Sonne da oben. Oder was ist das denn? Irgendwelche Glühwürmchen? Ah, das sind Glühwürmchen. Cool. Was sind wir denn da? Tomato Bush. Das Ding. Ton, das kriegen wir nicht. Aber ich meine, die Smash wüsste ich immer noch gerne. Erstmal mal in den Tal legen. Ja, ja, das Huhn erschreckt sich. Ah, Drop to Crush Objects. Warte mal. Alter, das ist aber schwer. Also erstmal muss ich das Ding hinlegen. Ach, zur Nacht werden die Glühwürmchen dann blau. Lol, fuck. Komm schon. Du schaffst das. Blaues Männchen. Du schaffst das. Lol. Natürlich noch höher. Höher geht gar nicht. Das funktioniert aber nicht.
toll. Wunderbar. Dann kommst du jetzt erstmal wieder ins Inventar. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Ich brauche ein Glühwürmchen. Oh fuck. Open Wound. Ach, das ist ja ein Gegner. Komm. Geh mal weg, Alter. Fuck, verblute ich jetzt? Infected Wound. Scheiße. Scheiße. So, Gegner gibt's auch, Freunde. Können wir vielleicht den irgendwie töten? Vielleicht einen bestimmten Speer oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Inventar habe, gehe ich nochmal in den Base-Game-Modus. Weil da hatte man ja ein bisschen mehr Stuff. Ich glaube, es ist ein bisschen easier. Easier, Alter. Heute ist wieder da. So. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Lol, jetzt habe ich immer noch diesen Kack. So, da ich jetzt weiß, dass wir eine Axt haben, die ja jetzt hier feststeckt. Jetzt erstmal den Flint mit. Und das Window natürlich auch. Hat das noch? Oder ist der runtergefallen? Bringt mir herzlich wenig. Ich wünschte, ich könnte mit Maus steuern, Alter. Und hoch. Entschuldigung. Oh. Ich müsste da irgendwie smashen können. Kack hier. Erstmal in Verwahrung. Und das hier natürlich auch. Was soll denn da? Driftwood, alles Driftwood oder was? Man, das nervt aber jetzt, dass wir doch das Zeug haben hier von der Random. Ist das scheiße? Hit with pick to crumble. Kann ich eigentlich. Ne, das ist immer noch kein Speer. Ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. Catch to mix beer. Vielleicht drehen. Oder ist er jetzt ein Speer? Ich wüsste ja auch nicht, woanders ich den ranmachen soll. Können wir versuchen, Fische zu fangen. Wo ist ein Fischi, Fischi? Fischi, Fischi? Da ist ein Fischi, Fischi, oder?
Fischi, Fischi. Wo seid ihr? Da. Komm. Toll. Das ist irgendwie kein Speer, das ist irgendwie... Scheiße ist das. Ich möchte gerne Speer machen. Aber ich verblute doch 100 Pro hier, Alter. Gibt es hier nicht ein Rezept für einen Speer? Aber eigentlich ist es ja logisch, dass man... Warte, ich habe keine Säge, die nehme ich mal mit. Na doch, ich habe eine Säge, aber ich nehme trotzdem mit. Eigentlich ist es ja logisch, dass man so ein Ding an Driftwood machen muss, oder? Und was denn sonst? Cut for Firewood, ja. Weather is clearing. Muss ich vielleicht daneben stehen oder so? Stirb, Baum! Das ist voll unlogisch. Bonnie, wie kann ich... Feuer machen. Ich da jetzt noch so eine Plank hinlegen oder so. Wow. Nicht ausgetrocknet. Da gibt es hier irgendwas. Womit ich meine Wunden heilen kann. Oh, hier ist ja ein Eimer. Cool. Warm? Komm mal her, Alter. Eat? Nee. Kann man Fische fangen damit? Den Eimer habe ich vorhin übersehen. Kann man jetzt hier vielleicht, Feuer machen? Nee, war. Wo ist mein Feuerstein denn noch? Der ist weg, Fred Feuerstein. Warte, dann möchte ich aber kein Salzwasser, dann möchte ich das Wasser aus der Höhle. Trinkst du erstmal was? Oder ist jetzt der Eimer weg? Ah, oh, ne, der ist noch da. Ich muss sagen.
Und nimm mal mit. Alter, das ist doch so eine Flower für... Hier, so eine Wolle. Du Heal Wounds, komm. Bandage, Alter. Zack. Sehr gut. Also muss ich hier ordentlich Zeit einbringen und sich aufmerksam umschauen. Boah, ist es dunkel hier. Ich nehme eine Dings mit. Guck mal her. Gucken, dass hier keine Gegner sind. Das sieht schon cool aus. Das sieht schon sehr cool aus. So, meine Plane, die nehmen wir da mit. Ist mein Inventar nicht mehr Hilfe? Nein. Nein, es fliegt doch nicht weg. Scheiße, die Plank ist zu groß für mein Inventar. Oder? So, jetzt passt es rein. Da ist noch ein Huhn. Kann man das irgendwie töten? Die Axt bei? Bam, bam, bam. Okay, es wird doch wieder heller. Hui. Ne, die Axt habe ich nicht bei. Also ich wüsste wirklich mal gerne, wie man hier Scheiß... Planken macht. Lol. Also entweder ist das ein Bug oder... Ich mach's falsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Oh, da ist ein Gegner. Fuck. Wieso ist das kein Spear, Alter? Sieht exakt aus wie ein Spear. Komm mal weg hier, Alter. Oh, fuck. Ich bin auch ein Idiot. Ich renn erstmal da rein. Die Axt vorne, aber die steckt ja fest zwischen den beiden Bäumen. Zack, ein bisschen. Oh, jetzt habe ich drei von den Dingern. Jetzt müsste man noch eigentlich so droppen mal alles. Wie geht denn das jetzt? Ah, 3 Bench plus 3 Bench plus 3 Bench. Das sind Dry Leaves. Wie sind das nicht Tree Bench? Hä, willst du mich verarschen? Hm. Na, dann kommt mal wieder rein hier, Freunde. Hier waren nicht alle von euch. Ich dachte, das sind so eine Palmwedel. Erstmal duschen. Aber cool hier eigentlich, echt coole Gegend. Tja.
möchte die fucking Axt hier draus haben. Doch es geht nicht. Denn es ist eine Alpha. Und die ist noch nicht besonders ausgereift. Die Atmosphäre dieses Spiels ist ziemlich geil. Und die Idee ist auch ziemlich awesome. Tja. Planks, 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 Planking. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen. Schwimme, bis ich nicht mehr weiterkomme. Alter. Oh, Fischi, 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 hallo. Oh, ein Hai. Hallo, Hai. Von meinen los. Construction Material. Ah, man muss mit diesem Endschirm muss man die zusammenlinken, okay. Komm mit, spring noch mal. Kommt alle her, nehmt alle mit. Craft. Cool. Lol. So. Jetzt hängt da fest. So, die Dinger lasse ich erstmal hier stehen. Ah, das ist der komische Dingsbums hier und da ist die Tomate. Können wir gleich mal essen. Bäume. Wenn ich wüsste, wie ich euch fällen könnte, würde ich euch sowas von fällen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich stelle mich jetzt hier mein Feuer hin. Und ich habe noch keinen Feuerstein. Wo ist denn der? Wo liegt der nochmal? Hier ist der Feuerstein. Da ist ein Wurm noch. Komm mal her, du Wurm.
Magie, der isst Würmer. Wer würde den essen, wenn ihr allein auf einer Insel gestrandet seid? Kein Schwein ist. Wo ist denn der blöde Flint, verdammt? Ich bräuchte so ein Henshaw-Teil. Kindert nochmal. Ist das gar nicht hier? Sagen hier bei unserer Hütte. Und zwar. Wo ist denn jetzt? Hä? Haben wir jetzt die anderen verloren? Nein, ich renne. Gut, wie der sich immer abrollt. Da sind sie. Die kommt jetzt mit, die beiden. Hallo, ihr sollt da, sollst da rein, du Blöder. So. Ich möchte mir ein Haus bauen. Ich möchte mir ein Haus bauen. Oder? Ja. Komm mal jetzt hier rüber. Hallo? Ach, jetzt sind wir wieder mit dem Endshow verbunden. Willst du mich eigentlich verarschen? Komm, jetzt hier. Los. Könntest du... Also irgendwie... Weiß ich nicht, wie man sich hier ein Haus bauen soll. Also, bin ich echt ein bisschen überfragt. Bei dem Rumgebagge. Das ist hier der Flint. Ah ja, das ist der Flint. Sagen wir uns erstmal den Eimer Wasser. Und dann. Oh Leute, liegt da jede Menge Zeug rum. Liegt mir so viel Zeug. Warum kann ich das nicht nehmen? Soll ich hier mein Haus bauen oder was? Ist doch empty, oder nicht? Der ist voll grün. So. Tja, offenbar sind hier irgendwie Steine gesetzt, die ich nicht mal nehmen kann. Nehmen wir jetzt mal. Damit kann man sich nämlich ein Bett bauen. Hat ein bisschen Frame-Einbrüche. Und jetzt müssen wir. Das ist ein wirkliches Teil hier. Ich glaube, man muss auch mit diesen Ebenen arbeiten, habe ich so das Gefühl. Wenn ich jetzt die nochmal nehme,
kann die auch quasi ausblenden. Day 5. Vor allem warum schon Day 5? Ich bin doch gestorben. Hallo? Kann ich den Blocken wieder nehmen, oder? Direct Smoke from Fireplace. Ah, ja. Tja, ich weiß nicht. Nehmen wir jetzt einmal das Teil mit hier. Die Höhle ist eh viel gemütlicher. Wenn es hier nicht regnet. Aber doch, irgendwie regnet es, aber irgendwie nicht so richtig. Jetzt die Planken. Hallo, wo sind die Planken? Plank? Das ist die Plank. Backt hier rum. Hallo. 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 Freunde, irgendwie langsam ist es ein bisschen langweilig. Weil ich vor allem nicht so richtig weiterkomme. Es tut mir leid, aber es ist auf jeden Fall gutes Potenzial. Es ist noch in der Alpha, muss man bedenken. Also ich bin mal sehr gespannt auf die fertige Version. Ich habe die jetzt eigentlich, glaube ich zumindest, dass ich die jetzt nicht nochmal bezahlen muss, oder? Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall eine schöne Grafik, schöne Idee, vor allen Dingen auch mit den Random und so. Wenn das richtig funktioniert, dann macht das bestimmt eine Menge Spaß. Musik wunderbar, Atmosphäre toll. Es gibt auch einige Bugs auf jeden Fall, aber dafür ist es ja da mit Reported hier und so. Und ja, war auf jeden Fall ganz lustig. Außer, dass man natürlich nicht richtig weiterkommt. Und es wird auch viel zu wenig erklärt. Zum Beispiel habe ich erst nach einer Dreiviertelstunde oder so gesehen, dass wir ein Inventar haben. Wir hätten die nur so ein kleines Tutorial machen müssen, einfach mal. Die Basics. Wie man was macht, wo man hinklicken muss. Ja. Das gebe ich nur so als Kritikpunkt. Und würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Let's Test wieder. Und ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber es wird bestimmt wieder ein gutes Game. Oder auch ein nicht gutes. Und damit verabschiede ich mich mit dem Titelbildschirm von Under the Ocean. Wir sehen uns im nächsten Let's Test. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.